Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Und hier ist unsere Tobias 7. Generation. Während meine Katzen irgendwo im Hintergrund sich fangen oder ich weiß es nicht. So, Tobias spielt gerade hier mit der Kuh. Und irgendwie gibt's, was auch immer er da lernt, wahrscheinlich Gartenfähigkeit, oder? Du kannst den mal melken, weil deine Mama ist von der Kuh gegessen worden. So, Timo ist von der Arbeit nach Hause gekommen. Der kann sich mal um sich selbst kümmern irgendwie. Ja, geh mal auf Toilette, erfrischende Dusche. Was ist das? Moment. Hallo und willkommen in der Gruppe Familiengilde, Timo. Versuche über die Gruppenleiste unten rechts eine Familien und so weiter einzuberufen. Können wir mal machen, ha? So, ich wollte es mit Timo noch einmal ausprobieren. Eine Gabe darbringen und danach sich etwas wünschen. Und bei Tobias. Warte, Tobias, dich wollte ich mal nochmal als meinen neuen Besitz bewundern. Okay, auf die Toilette gehen. Und dann möchte ich gerne, dass du jemanden einlädst, auf diesem Grundstück abzuhängen. Und zwar, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Mist. Wir können Theresa gar nicht einladen. Ruby, Michael, Jenny, Noah, Kate, Sophie, Hendrik, Annabeth, Annie, Alice, Jenny. Ich wünschte mir manchmal wirklich, dass ich das nach ABC... Da ist sie. Theresa ist da. Nach ABC irgendwie sortieren könnte. Na gut. So, Tatjana ist irgendwo unterwegs und Tatjana, ich finde es mal ganz cool. Jasmine Holiday. Ich habe es doch noch letztens gesagt. Die sieht hier anders aus. Ich weiß nicht warum. Aber sie sieht echt anders aus als bisher. Warum ist das so? Nun gut, auf jeden Fall. Schaukasten im Inventar und so weiter. Ja, ich brauche ein paar Leute, die hier rumlaufen, weil mir fehlen immer noch 2 Stück. Und ich habe nur noch 4 Tage. Theresa wird auf jeden Fall gleich da sein. Da kommt sie schon. Das muss ich mal so nebenbei irgendwie hinkriegen. Dass die beiden sich mal echt befreunden. Theresa ist noch Teenager. So, einmal hereinbitten. Über Interessen reden. Rumblödeln. Warte mal, ich würde gerne, genau, kennenlernen. So, bleiben wir mal ganz kurz hier. Hallo, Kamera rein. Das wird seine zukünftige, er weiß es nur noch nicht. Jo. So, sie ist ein Bro, okay. Über Größe, nee, den Tag verschönern. Mit Besitztümern prahlen. Ich glaube, das ist ihr auch nicht so ganz gut, oder? Nach Karriere fragen. Ich habe doch was Besseres als so. Timo, mach mal irgendwas. Über Interessen reden. Andere Sims verkuppeln? Nein. Positiv über anderen Sim äußern. Das mache ich mit der... Nee, nicht die Chelsea. Deine Schwester kannst du dann... Wo ist sie denn da? Tatjana? Oberschülerin, ja. Also, Tatjana. Wir gucken mal, ob wir nicht jemanden finden. Ist immer wieder schwer. Wow, ich würde sie gerne kennenlernen. Ja, die steht gerade noch vor der Tür, beziehungsweise wir gehen mal eine Zuckerschädelgabe darbringen. Und der Timo... Der wird sich jetzt etwas wünschen, nämlich, er wird sich ein Leben oder das Leben wünschen. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was da wird. Oh, Trixie ist nach Hause gekommen, glaube ich, oder? Haben wir... Ah ja, wir haben doch Level 10. Eigentlich kann sie in Rente gehen, oder nicht? Geld brauchen wir ja echt nicht mehr. Also... Im Grunde sieht's gut aus. Oh. Irgendwas ist passiert. Ich weiß noch nicht was.
Okay. Irgendetwas schien schief gegangen zu sein. Timo wurde von einem hellen Licht, hellem Licht Leuchten umfangen und er konnte spüren, wie er ins Reich der Lebenden zurückkehrte. Als plötzlich, zack, schon wieder ins Gras gebissen. Okay. Na gut. Ich glaube, er darf erstmal irgendwas Spaßiges machen. Geh mal hier draußen rutschen. So, genau. Das machen wir doch mal. Und Tobias? Kümmer dich mal um sie. Und Tatjana? Hat das andere auch geklappt? Ich habe es gar nicht mehr geguckt. Nö, wir waren nicht unten. Warum warst du jetzt nicht unten? Weil es Nacht ist und nachts keine kommen? Nee, ne? Oh, unser Gärtner geht mitten in der Nacht. Das ist sehr, sehr engagiert. Also der ist den ganzen Tag da und kümmert sich den ganzen Tag darum. Doch, wir haben das kurz gemacht und... Tja, es kommt aber keiner. So, ich glaube, du musst erstmal Hausaufgaben machen. Und eigentlich müsste Tobias auch Hausaufgaben machen. Er ist nämlich immer noch Dreier-Schüler. Blöd, oder? Ich muss mit ihm Hausaufgaben machen, I'm sorry. Was macht ihr denn da? Magst du mit Hausaufgaben machen, Theresa? Oh, warte mal, mir ist gerade was eingefallen. Genau, ich mach mal hier. Und dann mache ich mal Gruppenversammlung. Und wie lange haben wir eigentlich noch? 4 Tage, okay. Und dann, warte mal, du hast es in der Hand. Zusammen Hausaufgaben machen. Dann macht nämlich Theresa mit. Hallo. Hi, hi. Matthew Kane ist auf jeden Fall auch noch Teenager und Markus Sommer auch. Die sind ja auch noch in unserer Gruppe. Perfekt. So, Dahlia. Was ist mit dir? Du gehst auch mal das hier lernen. Timo begnügt sich hier draußen. Und Trixie ist, glaube ich, ins Bett gegangen. Genau, so, okay. Dann gehe ich mal zu Tobias zurück. Wie süß. Es ist irgendwie ein goldiges Bild, oder? Die Geschwister lernen bei der Kuh. Voll goldig. Wir brauchen noch 2 Zuckerschädel. Blöd. Aber ist echt niemand unterwegs. Menno. Na gut. So, Timo. Jetzt hast du deinen Spaß aber wirklich aufgefüllt. Dann kannst du mal reinkommen. Oh, guck mal. Eine sofortige Verbesserung unserer Spülmaschine. Danach kannst du bladen. Kräuterkunde. Wir hatten das hier hingelegt. Das können wir mal lernen. Das wäre mal eine Idee. Wie weit bist du? Ah, die haben nicht mitgemacht, weil ich erst noch diese Hausaufgaben mache. Ach komm, echt jetzt? Das ist sehr doof. Naja, gut. So, Dahlia. Dahlia ist irgendwie gerade kokett wegen diesem Bild. Guck mal, da steht immer noch hergestellt von Strich. Das war einer meiner ersten Sims, die das hergestellt hat. Ich glaube, die erste Generation. So, wie weit seid ihr? Ich mach mal ein bisschen. Spul mal ein bisschen vor, ja? Dass er immer noch ein Dreier-Schüler ist, finde ich echt hart. 50% erledigt haben wir. Wie lange braucht ihr für die Hausaufgaben? Ihr wart auch schon schneller. Krass. Okay. Echt Hammergras. Na gut, ich lasse euch jetzt mal in Ruhe, glaube ich. Es wird nämlich schon morgens. Was ist mit dir?
Oh, ich brauche noch ein paar Durchbrüche bei meiner Arbeit. Ah, wartet mal. Warte, warte, warte. Nachdenklich duschen. So, da können wir mal nachdenklich duschen. Und eigentlich haben wir mal Hunger. Vielleicht. Verdorbenes Essen aussortieren. Ein Caprese-Salat. Okay, mach erst mal. Trixi. Trixi, kannst mal aufstehen. Du kannst. Oh, warte mal. Könntest das hier mal reparieren? Dann kannst du hierhin zum Reparieren. Dann kannst. Oh, das auch noch reparieren? Was ist denn hier los? Und dann kannst du mal duschen. Erfrischende Dusche. Danach kannst du alles aufwischen. Da hat sie erst mal was zu tun, bevor sie zum Essen kommt. Und ihr zwei? Warum seid ihr immer noch bei 50%? Das stimmt doch was nicht. Ihr seid schon seit 2 Stunden dran. Okay, komm, dann geh erstmal schlafen. Und du auch. Es ist mitten in der Nacht. 2 Uhr morgens. Hey. Es ist aber gar nicht so dunkel. Ich weiß auch nicht. Na gut. Kommt. Hallo? Okay, ich gehe mal ganz kurz wechseln. Haben wir die Gitarre irgendwann geschenkt bekommen? Er macht hier oben auf jeden Fall Hausaufgaben. Wie süß. So, Trixie. Ich bin echt am Überlegen, ob wir in Rente mit ihr gehen. Aufhören. Ich glaube, das ist das hier. Dann könntest du nämlich mal in Rente gehen, wirklich. Und die Versammlung beenden wir somit. Ich weiß nicht, wo Theresa momentan ist, aber immerhin haben wir sie kennengelernt. Und gute Nacht. Timo. Timo? Du stehst immer noch hier. Irgendwie war der auch verbuggt, oder? Na gut, dann kannst du noch mal. Ich gehe noch mal hierher. Öffnen. Caprese. Kommst du jetzt? Nicht wirklich. Timo, bist du Buggy? Ah, jetzt ist er gesprungen, ja. Er war Buggy. So, was machst du? Du lernst noch, ne? Gourmet-Küche, genau. Sind wir gleich bei Level 4? Ne, 5. Oh, cool. Mach mal weiter. Oh, ich lerne mit ihr aber bereits Band 3. Wow. Okay. Obwohl sie erst bei Level 4 ist, da macht es ganz gut. Ich würde hier echt gerne nochmal den Brunnen machen, ey. Manu. Klingelt das Telefon? Oh, habt ihr das gesehen? Da war irgendwie eine Blase hier oben drüber. Also der Wunschbrunnen ist wirklich aber was, was mich echt interessiert. Ich mache aber nochmal eine nachdenkliche Dusche. Und nimm da. Achso. Vor kurzem habe ich mir erst was gewünscht. Okay, dann geht es nicht. Das ist natürlich schade. Aber gut. Guten Morgen, Trixie. So, Dalia, du kannst dann auch noch mal was essen. Iss ruhig was, was drin ist. Hast du noch mal frei? Ich weiß gerade gar nicht. Ah, nee, du musst um 12 Essen zubereiten. Nicht begonnen. Hunger, Sozial und Energie. Irgendwie hat sie heute gar nichts geschafft. Ja, dann iss doch bitte auch. Komm, iss die Veggie-Burger. Danke. So, Tobias,
schläft. Schläft ganz gut. Tatjana auch. Trixie ist momentan am Essen, nämlich Popcorn. Sie hat sich mal wieder Popcorn geholt. Ach Gott. Liebt anscheinend Popcorn. Hättest aber auch was anderes essen können, meine Liebe. Er ist inspiriert. Okay, dann kannst du nochmal kurz auf die Toilette. Upsala. Dann einmal spülen. Und gehst nochmal kurz eine Runde schlafen, bevor wir um 10 Uhr wahrscheinlich wieder zur Arbeit los müssen. Okay, Mama, nicht auf die Maus rum. So, und du kannst hier mal ein bisschen quatschen, Mensch. Über Geschicklichkeit erzählen. Ah, Moment, über Speisearomen. Kochtipps geben. Kompliment über Outfit. Wie auch immer. Hey. Hier. Ah, klar, natürlich, wenn ich darüber rede, dann lerne ich auch irgendwie die Fähigkeiten weiter. Das ist ja cool. So, die drei sind im Bett und die zwei sind momentan hier. Jo. Warum isst du denn dann nichts, Trixie? Sei doch mal so lieb. Ja, Popcorn haben halt auch nicht so unbedingt das. Oh, Level 5 Feinschmecker-Kochfähigkeit. Yay, ich habe einfach nur darüber geredet. Geht auch. Cool, cool. Bist du jetzt eigentlich... Bist du jetzt in Rente gegangen? Nö. Okay, dann einen Moment. Dann müssen wir nochmal aufhören. Bist du sicher, dass Trixie in Rente gehen soll? Wenn sie in Rente geht, erhält sie jeden Tag eine Zahlung basierend auf ihrem derzeitigen Stundenlohn. Jo, wir haben einen Stundenlohn von 340. Sind wir mal gespannt, was wir dann zu täglich bekommen. Ich möchte in Rente gehen. Dann schaffe ich mit ihr vielleicht noch so ein bisschen ihr Bestreben weiter. So ein paar Tage haben wir ja noch. So, sie hält eine tägliche und so weiter. Ja, perfekt. Guck mal, man könnte sogar noch eine neue Karriere einschlagen, aber es muss ja nicht. So, dann geh doch mal erstmal ins Bad. Genieße es mal mit einem Schaumbad. Und dann gib mal ein Konzert. Ich hoffe, das macht dir Spaß. Unsere Kids müssen in einer Stunde zur Schule. Das heißt, Moment. Einmal Frühstück. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Frittiertes Gemüse zum Frühstück. Lecker. Und auch für Tatjana. Öffnen. Frittiertes Gemüse. So. Dann die Dahlia. Dahlia, wie geht's dir mittlerweile? Okay. Geh nochmal pieseln und dann geht auch du nochmal erstmal schlafen. Wir haben jetzt zwar bei dir die Tagesaufgabe heute nicht geschafft, aber tja, ist gut. Wie? 2 Tage? Okay, jetzt nur noch 1 Tag, aber wenn die Kuh einen isst, dann ist man 2 Tage? Ist einem unwohl? Na dann, Trixie, tu mir einen Gefallen und fütter die Kuh. Das ist ja echt schlimm. So, Tobias ist frühstücken. Tatjana hat nicht auf mich gehört. Komm, genau. Timo? Ach, wo denn da? So, ihr zwei. So, und jetzt wäre es natürlich mal wieder an der Zeit, eigentlich nach Zuckerschädel zu gucken. Guck mal, Jasmine ist schon vor der Tür. Aber ich finde, es gibt wirklich Grundstücke, wo sehr viel mehr von diesen Feiernden herumlaufen. Ich finde, bei mir sind echt kaum welche hier. Das ist echt schwierig hier, finde ich. Wie gesagt, mir fehlen noch 2 Stück. Wer ist das? Ja, warte. Trixie hat sich irgendwie umgezogen. Guck mal, freundlich vorstellen. Das muss ich jetzt gerade noch machen. Ihr geht mal in die Schule, bitte. Komm schon. Trixie, komm her, bitte. Kein Konzert jetzt machen. Wenn schon eine hier in meiner Gegend ist. Oh nein, in einer Stunde muss ich auch noch mit ihm in... Okay. Das wird knapp.
So, 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 ich erstmal bei Fitness-Dingsbums, dann frage ich mal direkt nach dem Zuckerschädel. Quatsch aber direkt auch nochmal weiter. Wer ist denn das da hinten? Der ist verschwunden. Der ist irgendwie weg. So, ich achte, ne? 10 Uhr müssen wir. Los. Sie will noch nicht. War ja klar. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Okay, da war noch einer. Oh, und jetzt muss ich wieder auf Arbeit. Das ist doch doof. Warte. Timo. Es ist zwar doof, aber ich will das jetzt eben echt schaffen. Geh mal, mach mal Urlaub. Steh mal auf. 11 Minuten hast du noch. Kannst du zu Hause versuchen, ob du noch 2 Durchbrüche schaffst. Das ist doch auch eigentlich ganz gut. Jetzt komm, nur so 2 Minuten. Wie lange brauchst du? Okay, das war knapp. Auf die Minute genau. So, aber an dieser Stelle sage ich jetzt erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Wir kümmern uns dann hier um die weiteren Zuckerschädel. Ich hoffe, das kriege ich noch hin, diese 2, die mir noch fehlen. Ja, lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Neider und ciao, ciao.